Ui, ich bin gleich live dabei, wie der Hocke hier die gegnerische Nummer 6 macht. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, worum es eigentlich geht, sage ich euch einfach mal nach dem Kampf. Ich denke mal, dann haben wir kurz mal ein bisschen Luft. Der Hocke kommt hier mit seinem typischen Killsquad für einen Laloon-Angriff, also mit ein paar Bowlern, mit seiner Queen und mit dem Warden. Der schafft auch gerade so noch den einen Inferno, das ist natürlich super. Mal gucken, ob die Truppen jetzt alle in die Mitte gehen. Jo, da ist er reichlich in die Mitte. Die ganzen Loons, aber jetzt hat er ein kleines Problem. Wenn nicht bald mal ein Hund platzt, endlich, nehme ich die kleinen Skellies, aber na gut. Auf Level 7 die Loons, das ist natürlich schon eine Nummer, gar keine Frage. Und mal schauen, ob es fürs Cleanup reicht. Also fürs Cleanup müssen einfach noch ein bisschen mehr Laberpappis hier rein. Aber ich sehe, hier unten sind nur noch zwei Bogenschützentürme. Okay, so hier und da sind schon mal so ein paar Pappis. Er hat auch noch eine ganze Meute von Lakaien dabei. Und wollen wir hoffen, dass noch ein Laberhund platzt. Ja, einer platzt wenigstens noch. Aber der bringt jetzt auch nicht mehr viel Loch. Der eine macht hier noch schon mal das Lager. Aber der andere, er kommt Platz auf. Jawohl, wunderbar, super. Ja, jetzt hat er natürlich richtig Pappis in der Base. Das ist echt gut aufgegangen hier beim Hocke. Und dann sieht das hier mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, auch von der Zeit her müsste das passen. Hier oben ist zwar noch die Bauhütte des Todes und da oben auch noch, aber die Lakaien sind ja doch sehr schnell unterwegs und der eine Loon oder zwei Loon sind sogar, machen sich jetzt auch schon auf, aber ich denke mal, die werden sowieso locker überholt von dieser Übermacht an Lakaien. Und so ist das hier ein schöner 3-Sterne-Angriff geworden. Wunderbar. Sauber, Hocke. Auch wenn du sicherlich heute etwas sauer auf mich bist, denn es geht auch um 3-Sterne-Bases bzw. Anti-3-Sterne-Bases. Einige von uns, auch ich, sind angehalten worden, sich eine Anti-3-Sterne-Base zu bauen. Das wollte ich auch schon, denn ich bin ja im vorletzten CK einmal von einem RH10 auch gedreiert worden. Und eigentlich hatte ich mir ja gesagt, wenn ich von einem RH10 gedreiert werde, dann baue ich meine Base um. Letztes Mal waren es zwei RH11er, die es nicht geschafft haben. Habe ich eigentlich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen. Und sind wir mal ehrlich, gibt es wirklich Anti-3-Sterne-Bases noch? Denn wenn der Angreifer gut ist, dann packst du immer irgendwo 3 Sterne. Ne? Wir sehen das hier beim Ragnar. Ja, Anti-3-Sterne-Base, hier RH7. Und ja, was willst du denn machen? Ja, da kannst du noch so Anti-Anti sein. Das werden einfach 3 Sterne. Und genauso zieht sich das im 9er-Bereich weiter, im 10er-Bereich weiter und auch im 11er-Bereich weiter. Wenn der Angreifer gut ist, kannst du Base bauen, wie du willst. Und jedes Mal umbauen, nur weil es einer geschafft hat, ist vielleicht auch nicht die Lösung, aber es ist sicherlich ein Ansatz. Ich hatte ja mal gesagt, ich verändere immer nur kleinere Sachen bei mir in der Base. Bei mir sind es vielleicht im Moment die Feger, die ein bisschen doof stehen, die ein bisschen vielleicht verdreht werden könnten. Oder auch die Position meiner Lars, die stehen ja doch sehr, sehr weit außen. Und man kommt schon gut mit einem Queenwalk ran und vielleicht ein paar Bolern schafft, 2 Stück. Ist unterschiedlich. Ja, aber ich denke mal, die Anti-3, ich will nicht sagen, es ist übertrieben, aber heute noch irgendwo mit Anti-3 zu werben, schwierig. Finde ich schwierig, auch solche Bases zu bauen und solche Bases komplett zu überdenken. Denn es heißt zwar immer, ja Mensch, google mal nach irgendwelchen Sachen. Ich habe auch gegoogelt nach Insane RH10 Bases und ob das nun 2016 ist oder 2017, aber zwischen vielen Bases und den Layouts und Designs lagen auch teilweise etliche Updates. Ja, ob das Truppennerfs sind oder ob da was hinzukam oder ob das bessere Mauern im RH11-Bereich sind. Alles verschiedene Dinge, die da irgendwo dazwischen sind. Und deswegen fällt es mir auch wirklich schwer, echte Anti-3-Sterne zu bauen. Wie willst du das machen? Also ich
Ich weiß nicht, wie ihr es macht. In einigen Bereichen geht das vielleicht, aber in solchen Bereichen hier geht das überhaupt nicht. Und wenn bei uns die super tollen Anti 3 9,5er Bases natürlich von 10er mit Valkyren gemacht werden, die auch noch komplett außenrum latschen erstmal, ja, dann ist das doch, hat das nichts mehr mit Anti 3 Sterne zu tun. Also das ist dann nichts. Das ist dann vielleicht eher, ja, ich spiele mal einen 9,5er und, oder doch einen 9,5er und hoffe, dass ich RH9 als Gegner kriege, was in diesem CK hier zum Beispiel überhaupt nicht zutrifft. Wir haben als Gegner ein einziges RH9, ansonsten nur RH10 und unten hat unser Gegner, haben wir eben gerade gesehen, ein 7er und ein 8er, also das, da geht die Rechnung überhaupt nicht auf. Ja? Schöne zwei Sterne hier vom Joker mit relativ hohen Prozenten noch. Mal sehen, ob das im zweiten Angriff ein RH10 auf 3 wird, denn die brauchen wir dringend in dem Bereich hier, denn der Gegner hat doch schon etliches an RH10. Ich werde mit dem Avatar, denke ich mal, auch irgendwo, ja, ich kann mich noch nicht entscheiden. Ja, wenn ich den jetzt mache, dann mache ich ihn sicherlich zu früh. Ich bin mit Avatar recht hoch angesetzt hier auf 12, also für einen 15er CK recht hoch auf 12. Und Nummer 12 ist hier ein RH11. Ja, ist sicherlich zu machen. Ich habe schon gesagt, hier von dieser Seite hier rein. Und ja, da tut sich noch nicht so viel. Vielleicht schafft man hier eine La und vielleicht noch eine zweite La sogar. Only mit Queenborg. Weil hier ist echt nicht viel Beschuss in der Base. Von dem Stück aus. Und kommt dann vielleicht von hier beziehungsweise über diese Ecke hier dann mit einem Hund und Loons. Muss ich mal gucken. Da trickse ich mal ein bisschen rum. Mit Thorsten, muss ich sagen, weiß ich noch gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich hier beim 11er was hole oder aber auch beim 10er was hole. Gerade beim 10er hier schön mit dem Queenborg und Bola-Hexen-Kombi oder so. Da muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Zweite Sache ist natürlich, es kam der zweite Logbucheintrag aus den sogenannten Captain's Log Day 2. Kann über all die neuen Freunde nachdenken, die jenseits des Wassers sind. Also ich denke mal schon, dass irgendwo so ein Dorf kommen wird, so ein zweites Dorf mit neuen Freunden, womöglich den Skeletten. Ja, das weiß man auch nicht so genau. Und da lassen wir uns auch mal überraschen, was da noch so auf uns zukommt. Was aber schon mal eigentlich ganz sicher ist, ich habe das ja jetzt doch mal ein bisschen nachrecherchiert, ist, dass es tatsächlich ja schon Fakten gibt, was nicht kommen wird. Ja, es wird also nicht das Rathaus Level 12 kommen, das wissen wir mittlerweile. Es werden auch keine neuen Level 13 Mauern kommen. Wäre auch blödsinnig, wenn die Level 12 Mauern noch nicht mal vollständig durch sind bei den RH11ern. Also es ist, es werden auch keine neuen Heldenlevel werden in diesem Update. Also hier geht nichts auf 50 oder auf 47, 48, was da auch immer gemunkelt wird. Und was aber schon sicher ist, das wissen wir auch, dass es ein Boot zu reparieren gibt. Ja, das kennt man, wenn man mit Clash of Clans anfängt. Dann gibt es dort ja die Clanburg zu reparieren, damit man in einen Clan eintreten kann. Denn erst ab da kannst du überhaupt in einen Clan eintreten. Ich glaube, das ist ab Clan Level 3 oder 4. Und irgendeine Bewandtnis wird das also auch mit dem Boot haben. Ja, da lassen wir uns überraschen. Und dann gucken wir da mal. Im Moment bin ich ein bisschen kurz angebunden. Ich habe extrem wenig Zeit, muss ich sagen. Und deswegen kommen auch nicht so überlange Folgen von mir. Ich bin eigentlich schon fast froh, dass ich überhaupt ein bisschen was abdrehen kann und ein bisschen was mitbekomme. Vielleicht mache ich auch einen Live-Angriff mit einem meiner Accounts. Das weiß ich aber noch nicht. Ich bin mir noch da echt im Zwiespalt. Was ich mache, wen ich angreife. Bin mit dem Chief heute aus dem Clan gegangen, wo ich ja war, der Mr. Crabswalk Clan. Der hat auch ein 44 zu 34 hingelegt. Dort fehlte nur ein Stern auf eine Base. Glückwunsch nochmal. Aber die Bitte, ein zweites Video zu machen, der kann ich leider nicht nachkommen, weil ich in der Regel nur für ein, zwei Clankriege in den Clans bleibe und dann da auch wieder rausgehe. Also, wir müssen mal schauen, wie das hier bleibt. Der Dreier von Hocke ist jetzt schon mal echt ein gutes Standpferd hier auf dem CK hier 4 auf 6. Aber ich hatte ja in meinem letzten Video gesagt,
15er CK, das ist überhaupt nichts für mich. Und nach wie vor, ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. So viele rote hier. Aber ich habe was Neues in Planung, beziehungsweise ich habe überhaupt wieder was in Planung. Da könnt ihr mal wieder gespannt sein. Das wird sicherlich wieder eine lustige und ganz entspannte Sache für uns alle werden. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Dorf-Update gibt es immer noch nicht, weil ich auch nicht zum Farm gekommen bin. Tatsächlich habe ich in zwei Toilettenpausen es geschafft, mal zwei Farmangriffe zu machen. Da kam aber auch nicht viel bei rum. So ein bisschen. Reicht aber immer noch nicht, wenn ich jetzt mal den Bonus zusammenrechne für meinen dritten X-Bogen hier, der auf Max gehen soll, beziehungsweise auf Level 4, also Max BR10. Und ich farm erstmal fröhlich weiter, habe auch noch ein bisschen Zeit bis zu meinem ersten Angriff. Würde sagen, ich verbleibe bis zu einem weiteren Video, ganz sicher in dieser Woche. Also in dieser Woche kommen, denke ich mal, ausschließlich Clash of Clans Video, denn Clash of Royale nervt mich halt einfach ein bisschen ab. Da habe ich keinen Bock im Moment drauf. Und wenn es da was Neues gibt, da melde ich mich sicherlich, aber im Moment schaffe ich es einfach nicht von der Zeit her. Bin froh, dass ich dieses Video bringe und würde sagen, bis dahin, euer Toto, Clash.